Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Cars. Heute mal Multiplayer-Rennen, anscheinend nur mit drei Mann, weil ein paar rausgeflogen sind. Green, green, green. Formula B Fahrzeuge auf dem Eifelwald GP, aka natürlich Nürburgring. Und ich muss mich ein bisschen zurückhalten, Leute. Ich bin kurz davor, mir eine Grippe einzufangen hier, glaube ich. Huppala, huppala. Ist das schon die Grippe, die ich mir eingefangen habe? Alter, was ruckeln wir hier denn so rum? Ja, jetzt ist mein Motor aus. Muss ich mal schnell beeilen hier. Wir fahren nur drei Runden, deswegen ist da nicht viel Zeit für Quatscherei. Aber ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin etwas erkältet und, wie gesagt, auf dem Weg in eine Grippe. Deswegen werde ich wahrscheinlich gleich mal das Kläppchen halten. Und, mein Reden aufs Minimum reduzieren. Aber ich freue mich gerade, wie schön sich das Force Feedback anfühlt. Ah, Kacke, das war natürlich ein dicker Fehler. Scheiße, ich hab unten geguckt, wer rausgegangen ist. Das ist natürlich super. Das sollte man immer machen, generell in einem Rennen. Einfach mal nicht auf die Straße gucken. Gerade wenn man aus der Kurve heraus beschleunigt. Scheiße, ey. DRS. Ich muss mal eben gucken hier. Ja, jetzt muss ich erstmal bremsen. Hier bleiben wir mal kurz in dieser Ansicht. Sieht, wie die Räder stehen bleiben. Sehr schön. Nee, haben wir nicht, aber wir haben wunderschöne blaue Flammen. Stimmt ja. Formula 2, schnell mal wieder in die Cockpit-Perspektive. So, wie gesagt, drei Runden nur. Also, das wird recht kurz hier das Rennen. Ich werde aber noch irgendwas hinten dran hängen. Also da machen wir jetzt kein 5-Minuten-Video raus. Damit fange ich gar nicht erst an, glaube ich. Ich habe Bock auf längere Videos. Ich glaube, ihr habt Bock auf längere Videos, wenn ich mir so die Watchtime angucke. Da guckt ihr doch schon einiges. Yellow flag. Yellow flag. Oh, Yellow Flag. Das habe ich sie natürlich schon überholt, aber das war genau vor der Yellow Flag. Der hat sich ja schon richtig gut abgesetzt. Da vorne fährt er. So. Kann man Vollgas durch. Schumacher ist genug Abtrieb vorhanden. Offensichtlich. Ist auch ein bisschen unvorbereitet jetzt gewesen. Ich habe einfach mal die Online-Lobbys durchsucht und dann direkt gesehen, Formel B Eifelwald, geil, machst du mit, nimmst du auf, drei Runden, super geil. Weil ich aber auch gedacht habe, ist die Nordschleife, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das macht hier ebenfalls Spaß, ist bloß ein bisschen kürzer als gedacht. Gucken, was wir da gleich noch machen. Erstmal versuche ich mal vorne dran zu kommen. Ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Der Roughneck hat 6 Sekunden Vorsprung hier. Jetzt sind wir gerade noch zu zweit unterwegs. Das heißt, sollte ich nicht Erster werden, werde ich Letzter. Das ist eine Scheiße. Offensichtlich ein bisschen auf hier. Oh,
glaube, wäre der Fehler in der ersten Runde nicht passiert, hätten wir hier gute Chancen auf den Sieg gehabt. Scheiße, und da ist der nächste. Ach Gott, ist das ärgerlich. Ja, tut mir leid, es gibt keine schöne Rennaction heute. Mal gucken, was wir gleich noch machen nach dem Video hier. Ach. Ist das ärgerlich. Aber ins Kiesbett gehöre ich eigentlich auch. Wie gesagt, ich bin ein bisschen krank und ich habe keinen Bock, das zu verschleppen oder das irgendwie stärker auszubauen zu einer Lungenentzündung oder so. Nee, danke. Deswegen gab es auch gestern nur ein Video und vorgestern nur ein Video. Okay, das war ein bisschen aus Zeitgründen. Scheiße, da ist ein Ziel. Wie das noch in den letzten 17 Sekunden, ich glaube wohl. Oh Mist, ey. Zwei dicke Unfälle gehabt. Das ist natürlich nicht so schön. Und da ist die Aufnahme abgebrochen. Oh, bis gleich. So, wir sind einfach mal eine Kategorie aufgestiegen. Also, das wird jetzt total abgefahren. Lotus 98T. Aber natürlich wieder auf Eifelwald GP. Ach du Scheiße, wieso sind die denn so schnell? Ach du Scheiße, da müssen wir jetzt nachlegen. Das geht hier mal richtig ab. Oder hat noch jemand den Lotus 72 dabei? Oh, da ist er links neben mir. Ach du Scheiße. Hallo. Wieder nur drei Runden, deswegen ist es perfekt, um das Video noch anzureihen hier. Alter, wenn der Turbolader einsetzt, wie wir abgehen, das gibt's ja gar nicht. Oh, ich kann das ja gar nicht, ey, ach du Scheiße. Und da sind auch noch Gegner überall. Wahrscheinlich. Boah, hier ist der Gang so wichtig, den man wählt, wenn man sonst einfach keine Power vom Turbolader hat. Alter Schwede. Mal direkt in den zweiten. Einfach komplett die Leistung fehlt, wenn der Turbolader nicht greift. Das ist ja unfassbar. Wo zur Hölle ist der Erstplatzierte hin? Wie weit konnte der sich schon absetzen? 7 Sekunden. Alto Belli. Ach du Scheiße. Ich muss hier im zweiten bleiben, das gibt's nicht. Sonst haben wir keine Power. Getriebe. Der sich absetzen kann auf Platz 1. Ist klar, Vollgas gefasst. Und hier der fünfte Gang ist einfach zu zäh. Da ist auch nicht genug Turbolader vorhanden, weil er einfach zu lang versetzt ist. Da müssen wir den vierten bis zum geht nicht mehr ziehen, um so spät wie möglich in den fünften zu kommen.
selbst da fehlt dann ein bisschen der Druck. Wir fahren da nur mit 4,7 bar, so wie es aussieht. Wenn wir direkt aus dem vierten und fünften sind. Letzte Runde übrigens. Vorne wartet ein bisschen. Jetzt auf einmal nur noch 3 Sekunden weg. Boah! Wie lange sich der Drift schon abgezeichnet hat und ich habe nichts gemacht. Ich Idiot. Das war jetzt, Moment mal. Das war jetzt der Erstplatzierte? Nee, oder? Nee, das ist Barracuda, alles klar. Weil wieso sind wir denn jetzt extra geworden? Das verstehe ich nicht. Ach, egal. Ich sag danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Hier ist das Spiel, glaube ich, gerade wieder abgestürzt. Tatsächlich, macht's gut. Bis dahin.